Moin Moin und willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Heute geht's in den Leichenkeller. Leichenkeller? Ja, ich nenne sowas immer gerne Leichenkeller. Eigentlich ist es hier der Weinkeller. Aber im Endeffekt bei Horrorfilmen und ähnlichem versuchen sich die Leute am ehesten im Keller zu verstecken. Aber nun gut. So, was ist denn hier in diesem Keller alles drin? Ne? Weil Wein, das sieht stark nicht Wein aus. Er ist recht ein Mongo-Schädel, ist kein Wein. Aber ein Puzzleteil. Das ist ein schöner Wein. Boah, Fantastik! Fantastik! Sehr viel Fantastik-Wein. So, hier kommen wir nicht durch. Güldene Feder. Hallo. So, hier sind noch Noten. Kaum für Möglichkeiten, aber ja, hier sind noch Noten. Aber schon mal ein Viertel. So, Weinkeller, würde ich mal sagen, ist leer gesoffen. Obwohl, eine Kiste kann man ja hier nicht öffnen. Gucken wir mal, dass nichts Wichtiges drin ist, ne? Nichts Wichtiges! Ey, diese Fledermaus, ey, unglaublich. Hat extra auf mich hier gewartet. Unglaublich, so. Okay, so öffnet man die Türen, sehr schön. Weiß ich ja Bescheid. Dann müssen wir, glaube ich, auch als erstes hier die Türen öffnen. Nervt er hier nicht mehr. So, was ist hier drin? Da oben ist ein Mongo-Schädel wieder. Ah ja, das Glasspiel. Wieso sage ich, ach ja, das Glasspiel? Naja, Halloween, ne? Wer kennt das nicht? Gläserrücken etc. pp. Also recht. Ne? Jedem Horror-Ding dabei. Sei gegrüßt. Fellträger, löse das magische Rätsel. Und das Puzzleteil gehört dir. So, das Doofe dabei ist, der ist auch noch im Weg. Jupp. Das N ist ein N. Dann ist es ein Z. Ui, schön. Wo ist das N? N. N. Das J. I da oben. Ja. Wenn du nicht weißt, wo ich mir ist, dann gucke einfach zu. So, dann passt das schon. So, das O, dann kommt jetzt K zu I. Das ist K. A. Z war da oben. Ah ja, das zweite O, Entschuldigung. Ja, ich hab's schon gesehen. Das ist hier. Das war's denn. Schade. Naja, aber zweiten Versuch dann halt. Ja. Bisschen Gläserrücken. Bisschen Gläserrücken. So, jetzt kommen wir aber wieder hier am Starten. Ja, das ist leider in diesem Ding hier drin. Und ja, wie ihr sehen könnt, wir sind noch alles. Wir haben noch alles beisammen. Also, da muss man sich jetzt hier nicht Kopf drum machen. Das ist im Grün. Ja. Naja, genau, da kommt man nur von der anderen Seite hin. Ja, danke. So, ist gleich zurück. Ja, manchmal muss man halt bei solchen Spielen auch ausprobieren. Na, ich wusste jetzt ja, um was es geht, aber die will ich machen. Die Honigfarbe wusste es nicht. Ich musste es der Honigfarbe zeigen, deswegen. Also, deswegen habe ich mich gerade so angestellt hier, ja. Und wegen diesem Momo-Schädel. Da habe ich ihn natürlich nochmal einsammeln können, ja. Nicht wegen irgendwelchen Fehlverhalten, nein. Noten auch noch, so. Obwohl, eigentlich kommen wir ja raus. So.
So, jetzt nochmal natürlich schauen, wie wir eigentlich fahren, fliegen, was weiß ich müssen. Also eigentlich ist hier das B und dann das A und dann auf die andere Seite rüber, ne? Zum N. Das ist A, das ist das N. Hier unten ist das N. Also können wir eigentlich von dort oben aus hier runter und dann da rum. Würde ich mal sagen. Oh, Spielfehler, ey, das gibt's nicht. So, dann hier runter. Die Geist vorbeilassen. So, diese Gruntilda-Dinger da, die sind mal wieder diese klassischen Nieten. Ihr kennt das nicht. Aber wie man auch merken kann, die Buchstaben sind unterschiedlich jetzt woanders hingestellt als vorher. Wow. So. Muss hier vorne sein. Zack. Und IE sind hier hinten. Schön beieinander, schön beieinander. Da musst du mal aufpassen, oder passt das schon? So. Es ist vollbracht. Das Puzzleteil sei dein. Ich bin erlöst! Danke. Sei erlöst! Sei erlöst! Puzzleteil Nummer 3. Aber ich glaube, hier gibt es nichts weiter als das. Nö. Nö, nö. Aber im Endeffekt, ne, wenn du dieses Level eigentlich spielst, willst du eigentlich noch hier Donkey Kong 64 wieder spielen, aber Let's Play Again, glaube ich, weiß ich nicht, zu diesem Spiel. Hm. Oh. Schön reinrutschen, weil der hat mich gestört. Der hat mich in meiner Personalität gestört. So, hier ist moderiger Sumpf. Ich glaube, moderiger Sumpf ist schlecht für uns. So. Wieder tauchen. Ich hasse tauchen. Ach ja. Ja, ja, ich kann mich erinnern. So. Hier war das lediglich so. Wow. Für das Ding hier musste man hier runter. Für nichts weiter. Die anderen Sachen holen wir uns gleich erst. Klar, man könnte... Ja. Danke. Man könnte die anderen zwar auch noch hier holen, aber tauchen und von den Peitschen gepeitscht werden, ist auch natürlich sehr sinnlos. So. Die anderen Sachen hier, glaube ich, gehen auch alle mit dem Ding, was wir kriegen werden. Was es ist, das verrate ich noch nicht. Der eine oder andere wird sich zumindest freuen, wenn heute Halloween ist. So. Erstmal in die Kirche wieder. Die Kirche des Todes. Des Todes! Zack. Und so sieht's aus. Der Floh. Der Floh im Ohr. So, das ist hier die Kirche. Die Kirche von Banjo. Oder von Monster Mansion. Wir sehen hier wieder Geister rumfliegen. Ich hasse euch. Die werden uns nerven. Wir können sie aber besiegen. Ganz simpel. So. Komm, Geist. Lass mich doch gern. Ja, ne? Ja. So, besiegst du den? Die gehen uns wenigstens nicht auf den Nerv. So. Und wofür sonst haben wir diese goldenen Federn? Ne? Natürlich, normalerweise andere Spieler würden sagen, oh, jetzt besiegen wir das Ding auf so und so Art. Oder, oh, wir weichen jetzt voll aus. Aber ich, nö. Ich mach's mir einfach. Ich mache es mir einfach. Ja, auf jeder Bank ist nämlich eine Note. Das wollen wir nicht alle holen. Wollen ja nicht an Abschluss irgendwie nur 98 haben. Weil uns irgendeine dämliche Note gefehlt hat in irgendeinem dämlichen Level. Ja, und so eine dämliche Kamerasicht, ey. Dann
feste, wie ich halt diese Kamera sehe. So. Naja, in meiner Kindheit mochte ich Orgeln überhaupt nicht. Fand ich echt schrecklich, das Instrument. Grausam, grausam, naja. Aber jetzt ist es, glaube ich, relativ Wurst, weil das ist ja Wurst. So, hier haben wir noch sowas. Auf der anderen Seite Spinnenfäden. Noch ein. Also glaubt derjenige auf jeden Fall hier, dass wir sehr viele leben lassen. Ja, würden wir auch, hätten wir jetzt die goldenen Federn vielleicht nicht genommen. Danke. Schädel Nummer 31. Der Typ wird uns gleich hier erstmal versuchen, so ein bisschen was einzumäuseln. Aber gut, das Ding gehen wir weiter. Genau, hier ist eine Banjo-Trophäe, die brauche ich nicht. So. Ja, aber die Note bräuchte ich. Ich wollte die Feder bräuchte ich jetzt nicht. Ja, der baut sich gleich zusammen. Schnacken wir halt mit ihm. Na, das ist das Spiel, da Orgeltasten und merken, ja, welche Taste er gedrückt hat. Das können wir jetzt separat machen. Wir müssen nicht warten, bis er fertig ist. Wir können einfach immer schön mit. Wir könnten auch rein theoretisch, wenn wir den Code auswendig wüssten, können wir das auch im Vorweg machen. So, zum Beispiel. Das ist. Na, das Spiel weiß. Okay. Was? Hä? Doch die Taste gedrückt. Und dann die. Naja. Ich glaube, er hat es nicht so ganz realisiert, dass ich die Taste gedrückt habe. Oder ich habe sie gedrückt, aber er hat sie danach gedrückt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Will er jetzt nicht mehr. Doofe Hand, du. Muss noch einmal mit mir spielen. Ja, machen wir. So, dann warten wir halt, bis er die Taste gedrückt hat. So, diese Taste hat er gedrückt. Drücken wir diese Taste auch. Dann drückt er diese Taste. Diese Taste. Dann drückt er diese Taste. Dann drückt diese Taste. Vielleicht hat er sie gedrückt, als ich sie gedrückt habe, aber das Spiel das realisiert hat, als dass er sie gedrückt hat, aber ich sie nicht. Wirklich? Aber andersrum habt ihr dann gesehen, was passiert, wenn ihr die falsche Taste drücken solltet. Auch sehr freundlich. Obwohl, welche Hand sitzt an einer Orgel, fliegt an einer Orgel rum bis zum Lebensende? Ich weiß nicht. Sehr gut, fein, nimm das Puzzleteil und steck es ein. Oh, die Reime alle hier, unglaublich. So, eigentlich hatte ich erwartet, dass jetzt eine Flugplatte kommt. Aber dann eben nicht. Da ist die Flugplatte. Oh, das wäre oben auf der Orgel. Damit wir gleich zum Puzzleteil fliegen können. Und so ist das auch recht. 5. Ich weiß, dass hier oben was war. Man mag es kaum für möglich halten, aber ich wusste es doch. Weil dieses Teil hier habe ich Arschlange gesucht damals. So, nein, so simpel war. So. Jetzt ist das so, wir können auf Risiko machen. Wir machen auch auf Risiko. Nämlich hier den Mumbo-Schädel. Normalerweise brauchst du den nicht, aber trotzdem. Mach's einfach, dann hast du es hinter dir. Joe sieht's aus. Joe, dann Grunti-Schalter. Grunti-Schalter öffnet dir da das Auge. Aber es löst mein Netzproblem nicht. Das löst mein Netzproblem nicht. So.
Wie kommt man jetzt hier am besten einfach runter? Ah, ich weiß wieder wie. Ja. Glaube ich auf der richtigen Seite, ne? Wir müssen auf der Orgelseite sein und dann müssen wir nur einen runterspringen. Da ist die Orgelseite, siehst du wohl. Genau. So, dann schadet das nicht so extrem. Wir holen das extra Leben und dann haben wir es auch gegessen. Na, andere essen ihr Frühstück hier nicht. Ich schon. So sieht's aus. So. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch Noten waren. Deswegen fliegen wir einfach mal hin. Na, schadet ja nicht. Wenn doch, dann schlecht. So. Federn geben wir ja auch nicht dafür raus. Also runter und raus. Aus dieser Kirche. Wir haben alles. Ich dachte, jetzt geht er raus. Angel. Ey, unglaublich. So, Kirche schließt sich wieder. So. Achtung. Aufgepasst. Thank you. So sieht's aus. Ja, ja. Wenn wir schon Halloween-Special haben, dann auch sowas, bitte. Ja, die bedanken sich. Ja, ja, die Blumentöpfe bedanken sich. Sehr freundlich, ja. Und die Grabsteine greifen uns an. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Also, das zu einem Halloween-Special, obwohl heute ist nicht Halloween, ne? War ja auch schon zu Weihnachten gesagt. Für die Leute, die zu Weihnachten diesen Teil sich angucken, schön. Vielleicht werde ich ihn auch posten. Wer weiß. Vielleicht bin ich so fair und sag, so, poste ich jetzt heute. So, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass die so früh spawnen, anstatt so kurz davor und zu sagen, so, jetzt! Jetzt bin ich mal gemein und jetzt mache ich das mal. Danke. Und der nächste. Danke. Und der letzte ist hier in der Ecke. Damit kriegen wir auch dann wahrscheinlich das nächste Puzzleteil, soweit ich das weiß. Wir kriegen keine. What? Okay. Wollen wir nicht haben? Kriegen wir trotzdem. Ja! Jetzt aber! Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich bin beleidigt worden. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.